sind hier nämlich schon ein Stück weiter. Wir haben hier tatsächlich schon einen Sono, einen Ben, eine Lumida und eine Xandrinthia. Und wir sind auf einer Welt. Ich zeig mal vielleicht die Welt noch dazu. Wir haben schon die ersten Tiere und wir haben schon die ersten Sachen angefangen zu forschen und so weiter. Und wir sind auf einer Welt so hier an so einem Wasserding. Wir hätten hier sogar eine Quest, die wir noch nehmen können. Mit einer Unknown Threat, aber Castle Ruins, da würde man vielleicht noch hingehen. Und wir hätten hier, haben hier sogar jemanden zum Handeln und sind an der Straße. Hier sind also direkt Piraten. Weil ich zu doof war, das zu benennen. Ich wusste, dass du irgendeinen Namen hast, aber ich wusste nicht mehr, wie der ist. Den kann ich ja umbenennen. Alexandria. Dann machen wir es halt so. Achso, ja, das ist ein bisschen das Problem, dass sie ein Dirt Mole ist. Das heißt, sie ist an Untergrundlicht gewöhnt. Das ist genauso wie Christina, glaube ich. Also wir haben ja hier jetzt diese Gen, das Gen-DLC mit Kindern und so weiter drin. Genau, das heißt, dass sie sogar, ich glaube, das Licht hier schon zu grell empfindet. Glaube ich. Nee, minor pain, awful bedroom, ready para. Nee, never mind. Sie hat nur ein Problem mit Smoke Leaf. Das ist so ein bisschen das Schlimmste, was sie gerade hat. Weil ich noch nicht ganz verstehe, wie das Withdrawal funktioniert. Weil also ich habe schon mehrfach ja versucht, bei Rimworld Leute zu entwöhnen. Und ich habe jetzt mal nachgegoogelt, wie das angeblich funktioniert. Und angeblich, wenn hier Withdrawal 100% steht. Ja, wenn es auf 100% geht, dann ist es wohl eigentlich durch. Dann ist die Entwöhnung durch. Aber das funktioniert bei mir nicht. Also bei mir haben teilweise Leute gefühlt Tage, Monate lang 100% da stehen und es passiert einfach nichts mehr. Außer, dass sie permanent minus 20 kriegen, weil sie es halt withdrawed haben. Achso, ja, und du hast einen Holzfuß. Damit habe ich nichts zu tun. Das war vorher so. Damit habe ich nichts zu tun. Ohne juckende Narbe. Genau, und wir sind hier gerade dabei, Christina zu holen, weil die hat tatsächlich. Also Mining haben die immer gigantisch hoch. Jetzt habe ich normalerweise nicht mal einen Mining-Bereich. Aber die ist tatsächlich für Crafting auch ganz gut und ich brauche aktuell noch Leute, die craften. Weil Ben ist derjenige, der auch hier alles constructen muss. Und dann noch jemanden haben, der selber craftet oder forscht, ist aber, glaube ich, ganz okay. Deswegen bin ich eigentlich gerade dabei, die hier zu holen. Wobei sie halt einen Global Workspeed von 50% hat, was halt heißt, sie wird ewig brauchen. Odin, beware. Ja, ich kann nichts dafür. Hier, du, das ist dein Glaube. Male Supremacy, Darkness und hier, Female Clothing, Pants, Shirts und Hats. Du bist happy, dass du eine Burka tragen kannst, wenn wir auf die Needs gehen. Hier, wearing Burka. Kann nichts dafür. Das ist von dem gleichen Glauben. Haben wir noch jemanden gefangen? Das ist ein Überfall gewesen. Also wir wurden angegriffen von Xandria und wir wurden angegriffen von Christina. Ach so, ja, und meine Religion ist vielleicht noch ganz wichtig. Weil Sono gerade hier versucht hat, Xandria von seiner Religion zu überzeugen. Ist nämlich, wir haben bis jetzt haben eine fluide Religion gegründet. Das heißt, wir können ihn noch weiterentwickeln. Und wir sind halt erstmal jemand, der missionieren will, glaube ich, ist das, ne? Also wir wollen unsere Leute verteilen und deswegen frequent versuchen wir die Leute zu überreden, dass sie beitreten. So, und wir haben als Relikte, haben wir eine Archo-Relikt, Hunting Rifle, ein Horn und eine Slate of Accidents. Wer sich daran erinnert und Neuter gespielt hat, das Jade-Tablet von Neuter habe ich sozusagen referenziert mit Slate of Accidents. Und es ist nobel angesehen, Fernkampfwaffen zu tragen und keine Nahkampfwaffen. Und was das Fiese ist, wir haben eigentlich mit einem Labrador sind wir gespawnt. Ja, also wir sind mit einem Labrador gespawnt, der als verehrtes Tier hier geführt ist. Der ist aber einfach an einer Seuche gestorben innerhalb vom ersten Tag. Genau, und ich bin gerade dabei, hier oben den Kühlschrank aufzubauen. Ja, wow. Genau. Bruno hat hier sein Zimmer, da hat Ben sein Zimmer. Hier unten ist noch unbesetzt, da bin ich gerade dabei. Hier habe ich jetzt das Krankenbett gerade gebaut. Genau, also hier unten will ich noch ein paar Zimmer sozusagen draus bauen aus dem Bereich hier.
Da werde ich noch nachfragen. Also das, was hier steht, so diese, da war hier vor so ein Halbkreis, das stand schon da, das habe ich einfach übernommen. Deswegen ist es ja auch so ein Flickenteppich aus Material außen. Das hier habe ich dann schon gebaut, die Steel Wall. Die habe ich gebaut. Lumida ist nämlich unsere Pflanzenverantwortliche, also mal kurz durchgehen. Lumida ist hier für Cooking und Plants verantwortlich. Sono hat das Artistische und Social tatsächlich so ein bisschen, Medical auch. Moment, Lumi ist auch noch Medic. Also das sind so unsere beiden Semi-Medics. Und ich habe vielleicht mit 20 Crafting angefangen. Weil ich mir das Genie-Perk gegeben habe und einfach auf maximale Crafting. Ich bin schon runtergegangen tatsächlich. Und ich bin beautiful natürlich. Ja. Fun-loving, beautiful und prude. In Genie. Bono ist intellektueller? Ja, der mag zumindest intellektuell arbeiten, aber ich glaube, das macht er fast nie. Jetzt das Aufgaben. Seine Hauptaufgabe ist Hall. Ja, er ist ein bisschen unser Hauler und halt, er ist unser Künstler eigentlich. Künstler und Social-Aufgaben hat er. Aber Research kommt er irgendwie nie dazu dann dadurch. Vielleicht muss ich bei dem mal Clean auf 3 setzen, damit er auch mal researched. Doch, stimmt nicht, Sono hat geresearched. Ja. Warum ist denn Sono kein Intellektueller? Genau. Also ziemlich durch. Wie gesagt, du hast Mining 14. Social, sie bist sogar noch deutlich sozialer als Sono inzwischen. Moment. Lumina spoke about Hostile Carpenter. Das war so eine. Moment. Es gibt feindliche Schreiner? Für die Selbstgeißelung. Wow. Ja, also Lumi erzählt was von feindlichen Schreinern. Geil. Finde ich gut. About getting drunk to Sono. Ah, aber betrunken sein wirst du dann trotzdem. Also so richtig Islam ist es dann doch nicht. Jetzt hat Ben das... Okay. Ben, warum zum Teufel ziehst du eine Burka an? Was falsch mit dir? Das Lumi da... Okay, ich verstehe es nicht. Warum du mit dem geschlafen hast? Ja, ich weiß. Aber jetzt hat Lumi nie die Burka angezogen. Die schlechte. Okay, ich muss die anscheinend doch verbieten. Drop it. Tales of our endeavors proliferate. Hallihallo. Hallo. Wunderschönen guten Tag, der Mario. Dankeschön für den Raid mit 23 Personen. Hallo, womit habe ich das denn verdient? Guten Tag, herzlich willkommen, Ricky da Bär, Servus, ja, hallo, wie lief's bei euch, was habt ihr gespielt? Ich vermute RimWorld, aber ich frage trotzdem nach, weil manchmal raiden Leute auch andere Leute. Du bist klein. Stimmt gar nicht, ich bin 1,88 groß, was soll denn das jetzt heißen? Bin ich jetzt aber... Wie groß bist du denn? Danke. Auf jeden Fall sehr herzlichen Dank. Wunderschön. Haha, ich bin größer. Und mit ganzen Zentimeter. Wow, Xan. Angeber. Wie lief's bei euch? Alles gut gegangen oder ist die Kolonie kurz vom Social Collapse? Oder vor generell vom Collapse? So, ich wollte das hier kurz aus. Ja, vielen herzlichen Dank für den für die Sache, für Dingensbums. Ihr wisst, was ich meine, oder? Er hat viel gelernt. Oh, Moment, spielst du zum ersten Mal RimWorld? Das ist natürlich spannend. Ich spiele jetzt schon eine Weile RimWorld, aber... Spielst du zum ersten Mal RimWorld? Wir machen hier mal noch Jacken. So, machen wir 4 Jacken. Auch eine 5. wahrscheinlich für den Fall. So. Er wollte jemanden raiden, der noch nicht die tausenden Zuschauer hat. Zum Release hattest du gespielt. Er wollte jemanden raiden, ja. Release hatte ich gespielt, okay, und hast jetzt dann nach ewigen Zeiten wieder angefangen. Da hat sich einiges geändert, ja. Ich bin auch gerade noch dabei, das neue DLC zu erkunden. Bei Kindern bin ich noch nicht angekommen. Also wie ihr seht, wir sind noch sehr am Anfang. Wir haben gerade so ein bisschen Energie, um hier ein bisschen zu kühlen, aber auch nicht zuverlässig. Also... Wir haben noch ein bisschen was vor uns und als nächstes werden wir erstmal Batterien erforschen. Oh!
Xandria tried to convert Lumida to her ideology. This led catfight. Okay. Ihr habt euch kurz ein bisschen geprügelt und jetzt geht er schlafen. Beziehungsweise. Okay. Begin Role Change. So, ich würde den tatsächlich gerne nehmen als genau Abbot of Archism. Sono, unser moralischer Leader. Oh, das wird jetzt die Konvertierungs. Sono offers thoughts about a wish to serve a greater purpose. Eine frauenfeindliche Religion finde ich als frauenfeindliche Frau frauenfeindlicher und damit besser. Probably Luciferium. Luciferium wäre echt nicht hart, weil da hast du 100%. Also, das habe ich jetzt nachgeguckt wegen meinem Drogenproblem. Ja, ich habe ein Drogenproblem. In-game zumindest. Versuche mal ein Konvertierungsritual abzuhalten. Luxandria. Begin! Oh, Autosaving. Sono spoke about the wrongness of apostasy. Sono discussed fear and safety. Sono spoke about right and wrong. Sono described the future of mankind. Sono spoke about mankind's history. Sono explained right and wrong. Sono discussed the purpose of life. Sono offered thoughts on the moral structure. Effective conversion ritual. Nice. The development points have increased by one. So, jetzt haben wir zum Beispiel einen Punkt für unsere Religion bekommen, für unsere Entwicklung. In dem muss man halt diese religiösen Feste und Tätigkeiten und sowas mitnehmen. So, du gehörst jetzt. Nee, Moment, das hat nicht funktioniert. Ha? Wait. Hieß es nicht Effective Konvertierungsritual? Ach, wir haben jetzt nur die Sicherheit der Religion hart reduziert. Okay. Das war nicht direkt in Konvertierung. Ah, ja. Also am nächsten Tag würde ich mal sagen, gehen wir mal auf der Welt los hier hinten. Da haben wir noch 6,5 Tage und wir sind in knapp 2, sollten wir da sein. Mal, wie das läuft. Jetzt World. Wir machen eine Form Caravan und wir wollen dahin. Ihr sagt mir jetzt, es ist mir Travel Time 1,5 Tage. Weiß nicht, kann ich die Route irgendwie verändern? Oh, what? Storm Caravan? Storm Caravan? Warum geht der immer hier hoch und dieses... Ich wollte irgendwie versuchen, sicherheitshalber in dem komischen Gebiet hier nicht durchzugehen. Aber es lohnt sich wahrscheinlich nicht, weil es nicht so viel ist. Meine, wir sind hier... Einen halben Tag ungefähr unterwegs, oder bedeutet, dass wir da drin pennen müssen? Hm. 0,491, ja, kurz über einen halben Tag sind wir hier drin. Tja, wird trotzdem mal versuchen. So. Wir nehmen mit, nicht Christina. Wir nehmen mit Sono. Ich kann das Lumida übrigens noch eine Nahkampfwaffe hat, das wird sie nicht mögen. Wir nehmen mit Ben. Und wir nehmen mit Sandria. Movement Speed steigt sogar noch, wenn wir Sandria mitnehmen. Wahnsinnig spannend. So, jetzt die Frage. Und ein Timberwolf, oder? Es ist irgendwie gefährlich. Alpaka? I don't know. Wir wären nicht wirklich viel schneller. Immer einen Alpaka mitnehmen. Von daher werden wir einfach mit 3 Leuten zu Fuß laufen, denke ich mal. An Material. Ja, wir wollen nicht handeln, also werden wir, glaube ich, kein Material groß mitnehmen. Simple Meal. Sollten vielleicht. Achso, Kippe wäre halt nur eine Ersatznahrung. Medizin haben wir eingepackt. Wann geht Reis kaputt? Alles klar. Viel Erfolg, ey. Die dauern brauchen eine Weile, um kaputt zu gehen, oder?
Potato Food Poison Chance 2%. 2%. Also was roh ist, hat 2%. Days of Food 3,3, Rotten 2,7. Wir brauchen aber 3 Tage ungefähr. Wobei wir sammeln 6 pro Tag. Könnte ein bisschen knapp werden, oder? Wobei die Simple Meals, wahrscheinlich essen sie dann die Sachen zuerst, die kaputt gehen? Ach, keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass das so geht. Ich meine, so lang ist der Weg jetzt auch nicht. Wir nehmen entsprechende Waffen mit. Fernkampfwaffe, Fernkampfwaffe, Fernkampfwaffe. Wir haben keine Nahkampfwaffe mit. Und wir haben mit Sono den einzigen Mediziner dabei. Ja, wobei Andrea kann sogar auch ein bisschen Medizin. Aber gut, ist Sono auch nicht in Medizin. Ich glaube, ich bin's auch nicht, ne? Ja, sind alle so mittelprächtig in Medizin. Das sollte aber auch funktionieren, dann würde ich sagen. So, Sand. We become hungry quickly. Oh. The Carrion only has 3.3 days worth of food and will become hungry quickly. Some people's diets don't allow most of the food in your caravan. If they are forced to eat due to hunger, they will become unhappy. Are you sure you want... What? What? Was ist denn Diet? Prude, world very strong, wimp, delicate? Nein. Du hast es nicht. Bruno? Emperor Iron Steady Hands. Nope. Andrea? Staggering Ugly? Misogynist Body Modder? Stoner Eccentric? She is limited in her feeble human body. She often dreams of being enhanced by artificial body parts. Slowpoke. Keine Ahnung. Das scheint mir hier komische Sachen zu sagen. Weil ich habe ja... Ich habe hauptsächlich Nahrung... Ja. Hauptsächlich Pflanzennahrung mit, aber hier ist doch keiner dabei, der... Die essen doch sonst auch Pflanzennahrung. Was ist das Problem? Sehe ich nicht. Also die essen doch sonst alle Pflanzennahrung. So, baut mal die Karawane zusammen, Leute. Habe ich noch irgendwo einen Karawanspot eigentlich? Achso, ja, doch, da. Also jetzt gehen sie los, okay. Ben, Sono, Xandria, let's go. Christina und Lumi, ihr kümmert euch hier um die Sachen, die hier noch abgehen. Und die schlafen wahrscheinlich. Ich schlafe halt wirklich in dem verschmutzten Gebiet. Bin ich immer gespannt, was da daraus wird. Die ist permanent am Arbeiten, witzigerweise. Auch wenn sie langsam ist, im Laufen, aber sie ist permanent am Arbeiten. Also wirklich permanent. Ununterbrochen, bam, 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 Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. The Ancient Archon. Oh, 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 oh. You've learned that the relic of... Kratikorian Path is nearby. The Archon is an ancient object venerated by all archists. If you could collect it, you could build a great reliquary to make archists happy. Attract wealthy pilgrims and bring more people to Kratikorian Path. First, you need to find the Archon. Watch for opportunities to get the information about it. Development points 5. Nehmen wir doch mal an. Was? An explosive expert has arrived and wants to join the colony. He is willing to contribute, but will not leave voluntarily, claiming to have nowhere else to go. However, your colonists will be disturbed at sending someone away in need. An explosive! Dass man hier die Stats von demjenigen nicht sieht, ist ein bisschen doof, finde ich. Gibt's jemanden von euch, der die Welt burnen will? Explosive Expert. Der sollte doch aber dann irgendwie im Crafting oder so eigentlich ganz gut sein, oder? Wenn der einen Explosive Expert hat, dann wird er doch irgendwie Waffencrafting oder sowas theoretisch drauf haben. Das wäre doch akzeptabel. Aktuell brauchen wir noch mehr Leute. Ich sag mal Accept. Pionier in der Regel kann der bauen. So, gucken wir uns mal an, was er kann. Medieval Lordling Explosive Expert.
In Mining ist er gut, in Social und in Intellectual und Mining kann er. Construction Marker, aber ich würde jetzt nicht als Experte ansehen. Incapable of dumb labor. Coward. Okay. Weak and cowardly. Okay, der ist halt. Okay, der ist wirklich ein Feigling. Super immune. Half immunity, he will gain immunity much faster than a normal person would and can survive illness that would kill others. Dog person wanderlust. Okay, der will regelmäßig abhauen. Oh, puh. Den will ich eigentlich nicht constructen lassen, auch wenn er das gerne mag. Das Einzige, was ich ihn constructen lassen würde, wäre tatsächlich die Steine. Hier oben. Das ist das Einzige, was ich ihn machen lassen würde. Was hat denn der eigentlich an? Der hat einfach mal einen Ghillie-Suit und einen Revolver dabei. What? Okay. Der gehört aber zu, witzig, der gehört schon zu unserem... zu unserer Religion. Ja. Intellektuelle Arbeiten, Forschungsarbeiten ist wohl sein Ding, ne? Also, modernen Explosive Expert ist. Moment, was bringt denn der Explosive Expert? Plus 5 Mining, plus 5 Intellectual. Aha. Okay. Geht also eher um Tunnel sprengen und sowas.